Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Wundert euch nicht, meine Stimme hat so ein bisschen schlapp gemacht. Aber ich nehme euch in nächster Zeit mit auf meine Reise nach Afrika. Ich sitze hier gerade unter meinem Moskitonetz im Hostel und ab morgen geht's auf große Tour. Ich fahre morgen mit dem Jeep zu den Hadzabe. Dort werde ich im Wald mit ihnen oder im Busch mit ihnen jagen, auf Honigsuche gehen. Dann in einem der nächsten Videos werde ich zum Kilimandscharo, zum Marangohat wandern, heiße Quellen besuchen und auch das Volk der Chaga abchecken. Ja, bleibt doch einfach dabei und folgt mir auch in den nächsten Wochen weiterhin. Ja, momentan befinde ich mich in einem Hostel in Arusha. Und ja, bin hier schon angekommen, habe schon eine Schabe gejagt. Ich habe leider kein Glas gefunden. Mein Plan ist, ihn jetzt vor die Tür zu setzen. Komm her, du kleiner Pirra. Weg ist er. Ach, der kommt. Oh nee, ist er wieder. Mist. Neuer Versuch. Geh durch die Tür durch. Ich stopfe was vor. Jetzt. Oh. Mein Plan ist, der soll raus und ich lege den Läufer vor die Tür, dass er nicht wieder reinkommt. Ich finde ihn nicht mehr. Ich habe ihn entdeckt. Da ist er. Schaut doch mal, wie groß der ist. Der ist bestimmt 5 cm lang. Nein, nicht in meinen Rucksack. Der sitzt da unter auf meinen Rucksack. Komm, geh raus. Kannst dich auf dem Flur vergnügen. Die kommt immer wieder unter den Türspalt durch. Darum ist alles verbarrikadiert und das bleibt zu. Hab schon ein leckeres Ugali gegessen und ich kann euch kurz noch das Zimmer zeigen, weil ich morgen hier schon wieder auschecke. Das war nur für die erste Nacht nach dem Flug gedacht, denn morgen kommt mein Guide mich abholen und ich werde auch dort übernachten am Easee. Ja, hier kommt man rein. Ich will jetzt die Tür nicht öffnen, weil ich habe eine Schabe gejagt und die kommt immer wieder unter den Türspalt durch. Darum ist alles verbarrikadiert und das bleibt zu. Ja, hier habe ich gerade mein Backpack ausgepackt. Das muss morgen alles wieder mit. Und hier habe ich einen schönen Ausblick auf den Hof. Den zeige ich euch morgen früh nochmal. Da seht ihr dann schöne Obstbäume, Guave, Mango. Ja, hier ist mein großes Bett. Hier habe ich jetzt schon gerade mit dem Handy was gemacht, weil ich mir eine SIM-Karte gekauft habe. Dann geht es hier ins Bad. Da habe ich leider noch nicht den Lichtschalter gefunden. Aber jetzt. Ah, ich habe ihn. Ja. Relativ groß für afrikanische Verhältnisse und relativ modern. Ja, klein aber fein. 15 Euro die Nacht mit Frühstück. Kann man mit leben, oder? Ja, als erstes kann ich euch noch ein bisschen zum Flug erzählen. Ich habe euch diesmal nicht bei YouTube mitgenommen, sondern nur bei Instagram, weil es einfach so aufwendig ist, mit zwei verschiedenen Formaten zu filmen. Ja, ich bin von Berlin über Doha, Dar es Salaam nach Kilimanjaro Airport geflogen, brauchte einen PCR-Test und ich musste ein Gesundheitsformular ausfüllen, in Deutschland schon online, einen QR-Code generieren dafür und eine Control Number vorweisen. Das muss ich alles schon am Flughafen in Berlin und wurde von Katar Air überprüft.
Die Flüge waren super, wie immer bei Katar. Ja. Ich hatte sogar eine ganze Sitzbank, also drei Sitze zum Schlafen. Ich bin ja auch nachts geflogen. Und in Katar ist mir was passiert, das ist mir noch nie im Leben passiert. Ich bin der pünktlichste Mensch der Welt. Aber ich habe auf meinem Handy die deutsche Zeit gesehen und nicht die aus Katar. Und wurde dann zum Check-in gerufen oder zum Boarding gerufen, nicht zum Check-in. War dann die letzte, aber einmal ist mal das erste Mal. Ja, in Dar es Salaam sind wir dann gelandet. Keiner wollte den QR-Code, der so wichtig war im Flughafen Berlin-Schönefeld. Und auch keiner wollte den PCR-Test sehen. 70 € praktisch nur fürs Einchecken bezahlt. Dann wurde ich hier aber sofort in ein Gesundheitszentrum geleitet, so wie alle, die hinter mir saßen im Flugzeug auch. Und wir haben circa 1,5 Stunden gebraucht, um den Control Number, alles zu überprüfen, zu bezahlen, den Pass zu kontrollieren, einen Antigentest zu machen, das Ergebnis abzuwarten. Also das dauert jetzt hier Ewigkeiten, bis man hier aus dem Flugzeug raus ins Land einreisen kann. Dann darf man auch nicht vergessen, ich habe dann ein Visum on Arrival bezahlt noch und das dauert ja auch noch ein paar Minuten. Jedenfalls sind die Koffer schon vom Band gehoben worden von allen, bevor wir überhaupt in der Nähe des Kofferbandes waren. Ja, der Rest hat eigentlich relativ gut geklappt. Und nun bin ich hier in Arusha und freue mich auf das, was morgen kommt. So, und jetzt gehe ich mit euch mal auf die Terrasse. Hier hinter dem gelben Gebäude ist noch ein Pool. Und hier sind verschiedene Obstbäume. Das ist Mango. Das weiß ich nicht, da hängt aber was dran. Da muss ich nachher noch mal genauer schauen. Und der hintere, das ist Avocado. Und der hier vorne, der, das ist eine Guave. Und wir sind hier mitten im Zentrum. Also nachts gehe ich erstmal nicht hier raus alleine. Das war total nett von dem jungen Mann am Eingang gestern. Der hat mich begleitet, weil ich mobile Daten, eine SIM-Karte brauchte. Und der hat das für mich erledigt mit mir. Ich war gestern erstmal auf der Suche hier nach einer Steckdose. Es gibt nur eine einzige Steckdose hier im Zimmer und die ist hier am Fernseher. Und da habe ich echt Glück, dass ich meinen Reisestecker dabei habe, denn da habe ich gleich drei USB-Anschlüsse dran und brauchte demzufolge keinen Verteiler. Für Tansania braucht man sowieso einen Reisestecker. Die haben hier englische Steckdosen und da kann man hier praktisch weltweit sind alle Steckdosen hier enthalten und habe ich halt immer dabei. Ich finde es voll praktisch. Hat man nicht so viele einzelne Stecker. In der Videobeschreibung ist mein Amazon-Shop. Da habe ich ihn verlinkt. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Kostet so um die 12 € oder so. It's breakfast time. Ich habe jetzt gerade Frühstück bekommen. Das Ei konnte ich mir aussuchen, wie es sein sollte. Dann habe ich Kaffee oder Tee, war die Frage. Früchte und Toast. Und hier ist noch Butter. Leben jetzt in moderneren Häusern. Die sind jetzt sesshaft geworden, nicht mehr. Alle sind so Nomaden, die von dort nach dort ziehen. Sie haben sich moderne Häuser gebaut und leben jetzt hier fest. Es gibt so wenig Wasser hier. Sie müssen die Kühe immer zur Wasserstelle treiben. Sie sind trotzdem Hirten geblieben. Kommen Sie alle? Ja. Ja.
there is water inside. Yeah, there's something not really water, maybe crops or... Ah. Wo kommt die denn her? Eine Giraffe. She's hungry. Oh. Bye bye. Das Wasser durch die Straße kann. Hier sind überall Termitenhügel. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man hier über 1000 Meter hoch ist. Hier kommt jetzt ein Termitenhügel. Wow! Schaut mal, ich stehe mitten irgendwo in Tansania und hier hinter mir ist ein Termitenhügel. Und hier kommen gerade so kleine Maasai angelaufen. Die denken, ich habe was in der Tasche. Schaut euch doch mal diesen Termitenhügel an. So schön. Ich bin hier über 1500 Meter hoch, das sollte man nicht denken. Und überall sind hier Maasai-Dörfer. Hier vorne ist eins, da. Und jetzt kommen hier alle angelaufen. Der Fahrer spricht mit denen. Also wenn ihr mal eine Safari machen wollt oder irgendwas anderes hier, dann meldet euch bei mir. Ich kann die euch sehr empfehlen. Jetzt geht's zum Lake Natron. Auch schön. Muss ich mal den Baobab-Baum hier. Wow, der ist ja so riesig. Wow, so grün alles. Und da hinten ist der Lake Manyara. Die große Straße endet jetzt hier, weil die meisten Menschen fahren jetzt nicht mehr in diese Richtung, sondern fahren zum Ngorongoro-Krater oder in die Serengeti. Und hier, wo ich hin will, will kaum jemand hin. Daher gibt es hier nur noch Sandstraßen. Ist es in Ngorongoro? Yes, du siehst da diesen Ngorongoro. Das sind alles Kaffeebäume, Kaffeeplantagen, Kaffeefelder. Die sind jetzt nur so rot von der Straße. Normalerweise sind sie grün. So, wir sind jetzt am Lake Eyasi angekommen. Jetzt wird hier noch mit ein paar Guides verhandelt, wie die Tour jetzt läuft dann die nächsten Tage. Wir sind hier ganz in der Nähe von zwei verschiedenen Volksstämmen. Und ja, jetzt machen wir gleich erstmal Lunch und er verhandelt so lange und ja, dann bin ich schon gespannt, wie es weitergeht. Jetzt hier unter einer Schirmakazie und schaut mal das Schild. Hier gibt es eine Toilette und da ist sie, voila. So, hier sind wir, muss mich selbst erstmal orientieren. Hier ist der See. Und hier ist eine Campsite und wir schlafen aber in einer Lodge und da sind schon ein paar Bilder, was uns erwarten wird.
jetzt hier unser Picknickplätzchen. Ganz klassisch unter einer Schirmakazie. Ich habe erstmal gefragt, ob es hier irgendwelche Wildtiere gibt. Gibt es hier nicht. Scheinbar. Das ist zu kalt hier oder so, hat er gesagt. Es gibt hier halt Kühe, Schafe und so weiter. Die Natoga haben eben ihre Haustiere. Aber es kommt hier jetzt keine Schlange von der Schirmakazie gekrochen oder so. Ja, dann werde ich es mir mal schmecken lassen. Body. The gate. Yeah. Here's the gate. This is like a firewood, yeah. Salimi ban. Speak Swahili or? A little bit. But they speak their language. Say you? Die Schuhe. Wir gehen in deine Tür, lau tun. Wir gehen in eure Mathe. Wie der Haus ist. Der Haus ist Wood. Ja. Always Wood. Hallo. Say you. Ah, cold. Nice. What they do here? That's wheat? The machine. Yeah. We're grinding the corn flour. Uh-huh. Yeah. Ah. Finish it tonight. My dad will not show. And then they can do bread or? Ugali. Ugali, ah, okay. I know it. This is the ones of the clan. Mm-hmm. They are dealing with making the weapons, mm-hmm. Shimiden. Yeah. And there is another clan. They are dealing with making the
clay pot. Mm-hmm. And 11 clan pastoralists, they are keeping a lot of cows. Oh, okay. And in Datoga, about 200 years ago, Datoga tribe, they came from in South Sudan. Ah, okay. Sudan. They migrate, they're using the Rift Valley. But there are a lot of stopping in the Rift Valley. But the last place where they arrive in Tanzania, Ngorongoro. Mm-hmm. Okay. After 100, Maasai, they enter at Ngorongoro. They're living together with Maasai, but they're having conflict. Ah, yeah, I read it. Mm-hmm. Yeah, and the Datoga, because of thief of cow, and the Maasai, mm-hmm. they are pushed out. Yeah. Datoga, they came in this land. Mm-hmm. This is a warrior tribe. Mm-hmm. And when you look, sometimes you say that is a Maasai, but it's not a Maasai. Mm-hmm. Similar culture, but there are some things are different. Like the houses are quite a difference with Maasai. Yeah. Yeah, and in the traditional of the Toga tribe, who build the house is the man. Mm-hmm. But in the Maasai, who build the house is the woman. Woman. Yeah. Mm-hmm. And is among of the tribe in Tanzania. Up to now, they are still living in traditional mm-hmm. ways. Yeah, cool, Ida. Hm? Ja. Drei Menschen schlafen hier im Schlafzimmer. Wow. How they melt the iron mm-hmm. and how they make it the file pizza. Okay. And then. Wow, it's hot. Outside is hot. Yeah. Okay, I explained. You see the house? That is aloe vera. Yeah. There is a grass, pots, leaves, grass, and sand. Sand. Mm. Yeah. Like during the rain season, if you look house, there are some grass that grow on the ground. Yeah. Okay. Yeah. Ah, the man. See the man? I want to show you Zabe for painting. Yeah. And they made with this nail. Huh? Normally, like this one, they have a vid haken. Yeah. When you shoot like a pavian, it's not easy. Oh, not yeah. Came out. Oh. Yeah. And also they made these things, like the things which I'm wearing. During the market, they bring their things to the uh-huh. market. And sometimes when like a tourist, they visit them. When they bought, also is a way how to support them. This is a chisel. They use it for cutting this or to do decoration. Uh-huh. Yeah. Okay. And this one, this is a blast bag. Ah, yeah. This is a kind of material. They melting, after melting, they make things like this one. Ah, okay. Now we can see how they're melting. And after see how they're melting, and then we go to see how they make it the file pizza. Yeah. Okay? I kunja babangu. When the one on potable, so mimi. Nilipeleka wageni? Kuna nini ya hedachini? They come, the things like this one. When the melting is come like this, they pound it. After pound it, they are bring to the second fire. Outside of there, uh-huh. the second fire. Fire of soft wood or fire of cow dung. Okay. And they're using like 5 days. To completely this rats. Like now they are like this one is the last process, but this maybe there is a more 2 days more process. You see, this is the starting the first process. Yeah. And also they use that stone to make it arrow. To make it the arrow like that one. You can see all the process how they make it. And this hammer, everything they made themselves, like this hammer, they made themselves. Yeah. Oh. See? Now they make the file.
The last process, they are putting the bidhaa hake. So, jetzt ist es ganz scharf und spitz und jetzt werden noch die Widerhaken dran gebaut oder geschmiedet oder wie man das nennen soll. Wow. Das ist die Mama. Die hat 7 Kinder, 3 davon leben noch, 4 sind gestorben. Wow. Asante. Schaut mal, wie schön der das gemacht hat. In 10 Minuten aus einem Nagel. Klasse. Ah, hot. Wir fahren jetzt zur Lodge mit einem Blick auf den Iasi-See.